Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Pangobas Yo Minecraft Mine Colonies Let's Play. Wir machen heute den Tisch des Schreibers hier. Brauchen wir Archwood, Archoglock, Goldklumpen. Habe ich alles ein bisschen vorbereitet. Und wir müssen mehr so machen, Halfsteps, genau. Das war unten, glaube ich, gefüllt, also gefüllt auf der beiden Seiten. So, kann das sein, nicht ganz. Ah, das ist der Stamm da unten. So, und dann die Halfsteps oben scheinbar. Wieso? Ja. Da müssen wir zwei machen, weil wir noch etwas anderes draus herstellen müssen. Da ist irgendwo noch so ein Ding gewesen. Gewürz. Egal. Okay. Genau, daraus machen wir noch irgendwas anderes. Änderungstabelle war es. Da brauchen wir Magiebündelphasen, brauchen wir aus Matchblumen. Matchblumenblock, die habe ich gar nicht. Also machen wir das noch nicht. Den Caster Tom. Okay, nix. So, währenddessen schauen wir noch an, was ich gefarmt habe dazwischen. Ich tue jetzt mal einen noch in eine andere Tour rein. Machen wir mal die Magiekiste, die links oben. So. Genau, die Sachen reinlegen. Und den mal hier hinstellen irgendwo. Ich denke, ja, bei den Archwood-Bäumen natürlich irgendwo. Ja, da hinten dran irgendwo. Ja, wenn wir besser hinkommen könnten, wäre es natürlich einfach. Zum Beispiel hier oben. So. Und ich kann nicht draufklicken. Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen eben so ein Buch noch. Müssen wir noch ein bisschen mehr haben scheinbar. Ist da ein Bunkelgeschenk? Trockene Schame. Da müssen wir ein paar Sachen heftiger, ja, herstellen. Oh, ein Jump Ring, okay, zum Hüpfen. Und ja, die kann man auch nicht herstellen. Arkane Kern. Da brauchen wir Quellstein, das haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Haben wir den Quellstein gerade hier? Ist das der Quellstein? Ist ein bisschen komplizierter, als ich dachte. Oder natürlich noch nichts nachschauen, oder? Müssen wir alles noch ein bisschen herausfinden. Nicht lange, aber... Aha. Okay, Trank der Mana-Regeneration, Lohnstab. Da habe ich einen gefunden. Das ist ein Quelljuwel. Quellsteinblock. Ja, aus Quelljuwelen. Die kann man hoffentlich irgendwo finden. Genau, Mana-Regeneration sagen. Mana-Buch für Anfänger. Ah! Okay. Ich kann sie einfach färben. Gut, wir brauchen alle Tools. Alle Standard-Tools, also nicht Hacke. Okay, machen wir das mal kurz. Zum Beispiel zwei. So. Und dann die Bücher, die habe ich gar noch nicht gesehen. Noch ein Buch. Haben wir direkt noch ein Buch? Wir haben doch irgendwo... ein Zauberbuch geht nicht und will ich auch nicht benutzen. Da oben haben wir Bücher. Sehr gut. Also schlafen wir noch kurz. Ah, ich habe ja noch eine Kiste gezeigt. Ich wollte die andere Kiste noch zeigen. Genau. Hier haben wir eher so Sachen... Das Gold können wir noch nicht mehr. Genau diesen Gegenstand hier. Keine Ahnung, genau. Ja. Sollte ich einnehmen? Vielleicht schon mal machen. Ich hoffe, ich finde den wieder in einer Kiste oder so, weil sonst ist er verschwendet. Genau die Bärenbüsche habe ich gefunden. Und nochmal so ein Malmkolonies-Teil. Genau, und ich habe Andy einen mega schweren und heilenden Zombie gefunden. Skelett war es, ein Skelett, wo extremst, ja, genervt hat. Und auch wieder so ein Raum im zweiten oder im dritten Part dann. Werde ein Nebelgeborener erledigt. Okay.
die meisten Menschen beneiden. Da oben ist irgendwie ein Dorfbewohner. Hä? Ah, okay. Das ist ein Weinhändler. Was machst du hier drinnen bei den Hühnern? Ja, hat nichts Anständiges. Egal. Also, dann haben wir noch Sachen hier einzulegen. Goldklumpen. Er verdirrt, okay. So, also dann war das so. So, ist egal wie. Zauberbuch für Anfänger. Und wenn ich jetzt... Ja, genau, berühren. Heute dann liegt mehr Informationen zu erhalten. Okay, ein Ziel, Projektil. Okay, ein Bogner Tisch. Selbst. Okay, das sind einfach die Eigenschaften, aber ein Zauber wird es dann erst, wenn man irgendwas kombiniert. Habe ich schon zwei? Nö. Nur eins. Brechen, Projektil. Okay. Ich habe, glaube ich, irgendwo einen Bogner Tisch. Pfeile habe ich auf jeden Fall. Wo war der Bogner Tisch? Muss den vielleicht herstellen zuerst. Ja. Tastatur zeigt mir wieder die Buchstaben an. Jetzt. Der Bogner Tisch mit zwei Fallstellen, stimmt. Habe ich überhaupt Schwebe? Wir haben sieben. Okay. Also Projektil haben wir mal. Und Pfeile haben wir direkt drei. Die müssen wir hier rüber tun. Schon mal vielleicht. So. Nein, nicht da drauf tun. Essen. So, damit ich wieder rennen kann. Jetzt habe ich so wenig Leben. Das ist einfach, weil wir wieder neu. Ja. Neu reingetönt bin. Also ich wollte eigentlich das Buch aufmachen. Projektil. Okay, kann ich das wieder weghaben dort? Jetzt ist es weg. Also einfach mal Platz sehen. Man hat immer so geringen Platz zu so vielen Mods. Ja, und wie mache ich jetzt das? Kannst du nur auswechseln. Okay. Dann doch irgendwie mit dem Buch. Drei Schwerter? Und eine Erdessenz. Eine Erdessenz kann ich, glaube ich, aus so Materialien machen. Also, das möchte ich irgendwie wählen. Aha. Und jetzt wird's gemalt. Ah, ich habe es jetzt schon in der Hand. Okay, das ist das erste Mal. Und das zweite sind drei Schwerter. Und eine Erdessenz. Eine Erdessenz müsste irgendwo hier oben. Wo waren die restlichen? Also Xirm, das ist etwas anders. Ich hatte irgendwo kleinere Splitter. Ich glaube die falschen. Das Mondsternsterbe, ne? Wie kann man Erdessenz? Das muss ich jetzt mal wieder googeln. Weilalin. Erdessenz. Auch wieder ein Quelljuwel. Also das wird jetzt noch nicht so gehen. Wir können also noch keinen Zauber. Wie sagt man dann? Jo, einfach casten. Also hier geht es irgendwie noch etwas dazu raus. Was ist diese Quelle? Ah, wir haben sie ja. Okay, wir haben sie schon, aber war mir nicht so geläufig. Gut, dann brauche ich Tomatillo, einfach Seeds. Erde wahrscheinlich. Eisenbahn. Okay. Also mal ein bisschen. Nehmen wir drei. Ich
brauche Erde. Ich brauche nochmals Seeds, genau. So. Versuchen wir einfach nochmals, das herzustellen. Da brauche ich, glaube ich, nur einen, oder? Da ist egal wie viel. Und Eisen. Ja, da passiert nichts. Zusammencraften. Es ist eben kein Crafting Table. Ich dachte, das wäre so ein Crafting Table, wo man mehr Ding hat. Aber scheinbar nicht. Wenn man das auch zusammencraftet. Ja, was alles noch sieht. Erde. Hä? Inbuantkammer. Inbuamantkammer. In. Im. B. Hä? Da. Okay, Goldbahn müssen wir noch ein bisschen suchen. Die habe ich ja nicht hier oben. Ja, einfach gießen. So, und dann können wir hoffentlich den ersten Zauber casten bald. Bücher mache ich mal rein, die mache ich hoffentlich nicht mehr. Und, ja, die Quellen lasse ich noch hier draußen. So, also. Das sind aber auch wieder Achwut. Oh, wo habe ich denn die? Irgendwo hier hin. Da oben her. Da. Achoplanken und dann seitwärts. Ja, seitwärts. Das haben wir auch schon mal. Sehr gut. Dann mache ich einfach hier eine Truhe. Die Sachen rein. Ja, was ich alles nicht brauche. Fürs Ass-Magic, Ass-Niveau. Ach, du bist so blöde mit dem Tisch gemacht. Wer macht so das? Also ein bisschen Erde, ein bisschen Weizenkörner. Eisen bitte. Ja, aber. Okay, aber ich will sie nicht mehr einsammeln. Ah, platzieren wir dich um. Das ist so ein Herausfinden, so nervig gemacht. Sondern einfach mal ein bisschen tolerant sein und das alles im Menü verstecken. Und dann muss sie einfach irgendwie wegwerfen. Ah, das ist so nervig gemacht. Was ist es jetzt alles noch gewesen? Erde. Und. Quelljuwelen. Jetzt bitte mach etwas. Ja, und jetzt? Es ist eine Repentkammer. Uncrafting, nein. Wurzelerde, Quelljuwel, Eisenbahn. Ich hab alles. Hä? Sich die so schräg anordnen. Ganz genau richtig. Also, wo sind die Kerne hier? Schon wieder dunkel. Und hier sind die Erde. Und dann sind hier in der Mitte diese. Bitte geh, funktionier. Ich will doch einen Zauber haben. Also es ist wirklich auf diesen Blöcken. Kein Rezept gefunden. Wieso muss ich ein Rezept haben? Zauberfragment. Ja, wie viele Zaubersachen gibt's denn?
Es gibt keine Zauberfragmente. Wie sehen die denn aus? Hä? Ist alles Runekraft? Des guten Stils. So viele Sachen, die unnötig sind. Da kann man auch mal ein bisschen weniger. Selber Pergament. Und die kann man auch wieder nicht herstellen. Oder man weiß einfach nichts. Muss man alle Mods einfach in Wikipedia nachschauen. Das nervt. Ja, ich glaube, da kommen wir jetzt leider noch nicht weiter. Egal, jetzt gehen wir ins Ether. Das ist ein bisschen schlüssiger, was man machen muss. Und wenn halt Sachen schwer sind, dann, ja, dann müssen sie nicht gemacht werden. Dann muss man halt nachschlagen. Einfach nicht gerade bequem, was die Leute hier stinkiges modden. Ist einfach nur nervig, schwer. Ja, gut. So, dann machen wir noch die Fackeln hier rein. Nein, hier vorne ist ja ein bisschen Äffer. Haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Gut. Also, sobald irgendwas in Minecraft-Mods hat, auch immer ziemlich schwer wird, dann muss man doch irgendwie ein bisschen mehr das auch designen, oder? Das ist, es kann doch nicht alles einfach nur verwirrend sein und muss die ganze Zeit nachschlagen. Das finde ich irgendwie ein bisschen frech von den Moddern, beziehungsweise denen, die die Mods auch spielen und wissen, was sie machen. Das, jo, Anfänger, beziehungsweise Leute, die wirklich gar nicht herumschauen wollen oder so, dann einfach im Regen stehen gelassen werden. Weil ich würde so gerne alle Mods wirklich machen können, ohne dass ich nachschlagen muss. Ja. Ist schwer. Gut, also hier machen wir dann ein Lager, aber ich muss ja zumachen wegen den Wolken. Ich könnte ein bisschen Holz noch gebrauchen. Keine Axt. Gar keine Axt. Ich habe keinen Stein. Wir müssen zuerst Stein abbauen. Gehen wir noch ein bisschen runter. Da unten gibt es das gute Erz. Wie auch in der normalen Welt, oder? So, das gleich, glaube ich, gleich. So. Auf jeden Fall soll ich mal eine Hacke machen. Eine Hacke, genau. Und eine Schaufel. Dann einen Ofen vielleicht, wenn es geht. Okay, gibt keinen Ofen. Okay. Was habe ich gesagt? Einfach mal die Axt benutzen, genau. So, gib aber auch Blätter bitte, also Setzlinge bitte. Jo. Wir sind zu wenige. Sind ein paar runtergefallen. Nur ein einziges Setzling für zwei Bäume. Frechheit. Ah, das ist ein geflügeltes Schwein. Da haben wir noch einen Baum. Jetzt ein bisschen mehr Glück, bitte. Ich hätte gerne ein bisschen Wort. Ich hätte gerne einfach ein bisschen mehr Bäume, damit wir ein bisschen mehr Holz holen können das nächste Mal. Aber scheinbar bekommen wir weniger Bäume. Doch, jetzt ist einer mehr. Mache ich hier noch einen hin. Und den kann ich auch mal kurz schon mal wegmachen, damit wir Holz haben. Und wir fallen nur Sticks runter, glaube ich. Einen ist noch. Ja, sicher! Jetzt falle ich denn. Ich kann hier hoch vielleicht. Ah, das ist ein Vapen. Das ist Wasser. Okay. Dankeschön. Ja, ich will nicht automatisch wieder fliegen. Ich will runterkommen. Ah, ich muss gedrückt lassen.
Okay, gut. Aber es ist eine gute Idee, nur schlecht in der Handhabung. Dass man das nicht irgendwie mit der Leertaste gedrückt lassen kann oder mit der Umschalt gedrückt lassen kann, sondern umgekehrt ist, ist ein bisschen doof. Die Wolke war schuld. Immer diese nervigen Gegner. Der hat ein klein, ja, schon mittlerweile große Livestreamer oder Let's Player noch ein bisschen eher gesagt, er nervt sich darüber, er möchte den FM-Mod nicht mehr spielen. Und was ist 12, 13 Jahre später diese Sachen immer noch drin, nichts wurde genervt. Das ist auch wieder Ignoranz von einem Modder. Jetzt nerv nicht herum, bitte. Blöde Wolken. Solche Sachen, Boosterwolken, ja schon, aber nicht so OP und nervig. Das geht doch nicht. Das ist etwas, was wirklich nervt. Da ist der Moa wieder. Ich weiß nicht, wie man die Moa füttern kann. Also mit was? Also hätte noch nachschlagen können. Das ist bei Erbauung komischer. Okay. Ein Schattenbaum scheinbar. Auch Fällen. Geben die nicht Früchte, so Ananas? Also, ja, doch schon fast Ananas. Nicht? Was denn sonst? Geben die wirklich nichts? Hä? Vielleicht hier oben? Also er hat jetzt nur einen einzigen Setzling gegeben, ein bisschen Skyroot Lock. Das ist ein bestimmtes Holz. Sonst nichts, keine Früchte. Nochmals einen Setzling, aber sonst echt nichts. Wo schießt du? Ja, ich habe keinen Fallschirm. Hey, ich kann den Fallschirm nicht öffnen. Jetzt geht er wieder an. Lassen wir uns hier ins Wasser fallen. So, jetzt. Also er ist nicht aufgegangen. Automatisch, beziehungsweise mit Knopfdruck. Und dann sind wir wieder rausgestürzt. Ah, das dauert doch. Das macht doch... Verschwendet mal ein bisschen Zeit, lieber Mod. Gehört zu einem der zeitintensiveren Mods scheinbar. Man muss einfach unnötig wieder reingehen, wieder runterlaufen. Weil man halt ständig von irgendwas aufgehalten wird. Beziehungsweise es machen will und es ist nicht gut wie jetzt. Dass wir einfach runtergefallen sind dadurch, dass es nicht ging. Aber so Wolkeninseln sind natürlich ein bisschen aufwendiger zum Herumlaufen. So, das ist die Fichte wahrscheinlich dort. Dann was das wahrscheinlich das Schwarzeichenholz ähnlich ist. Oh, ein Wirbel, der uns nach oben. Ist das ein Schleim? Und aus Schleim kommt, glaube ich, das Essen, oder? Wenn ich das hätte. Was, Leuchtstein? So geil. Okay, unter Wolken spawnen Schleime vielleicht. Und die geben Essen. Gut. Haben wir hier noch etwas? Der Moa ist auch weg, scheinbar. Also der war irgendwo hier vorne dann. Da ist der Moa. Aua. Kann der fliegen? Also kann der so zwischen Plattformen fliegen? Ja, ja. Und jetzt? Was passiert mit uns? Okay. Was ist das? Das Parasymmetrie sieht ein bisschen komisch aus. Ah, gedrückt lassen, ich weiß es. Ja, ich könnte eigentlich so bis zum Portal fliegen, stimmt. Also wenn ich nochmal runterfalle, direkt zum Portal fliegen. Jo. Dann müssen wir weniger Zeit investieren. Also mindestens eine Schusswaffe müssen wir einfach mitnehmen, damit wir ein bisschen weniger Probleme haben mit den Geschossen und ja, Wolken. Aber ich habe natürlich zu wenig Pfeile.
Ich habe eine Kammer gefunden, die kann ich euch nachher zeigen, wo vier Spawner scheinbar sind. Leider eine Krabben, ein Krabbenspawner und diese Krabben sind ja so winzig klein, die können überall durch. Also durch Half-Steps hoffentlich. Ja, vielleicht die kleinen auch noch dann durch Half-Steps und das macht es ein bisschen schwierig. Also ich muss einen Spawner sicher mal kaputt machen, damit wir nicht ja, dann ständig sterben an der Monsterfalle. So, nochmals. Also wir gehen jetzt, wir graben jetzt uns ein bisschen weiter durch, sondern irgendwo durch wollen. Dann haben wir auch kein Problem gegen Wolken. Zum Beispiel hier runter jetzt. Ja. So. Einfach so tiefer kommen. Die brauchen wir sowieso auch nochmal. Das ist einfach die Kohle. Die gibt es halt an der Oberfläche am meisten. Ja, nicht so tief unten. Und ich habe schon mal gesehen, dass wirklich unten dann wirklich ganz andere Erze sind. Also Eisen und Diamanten. In Form von den Äther-Sachen. Gut. Probieren wir mal weiter runter zu kommen. So, Skyroot. Torches. Und hier haben wir noch ein bisschen Erde. Jetzt sind wir vielleicht unten. Ich gehe noch mal wieder in eine andere Richtung, damit wir nicht am Ende dann sind. So, jetzt erstmal runterkommen und schauen, was es gibt. Also es gibt ein dunkelviolettes und ein hellpinkes, glaube ich, jetzt noch. Wenn man das so gut sagen kann. Aber wo genau? Vielleicht noch von außen irgendwie nachschauen. Okay, hier geht es wieder ein bisschen tiefer, hier nicht mehr. Mal ein bisschen herumschauen. Was ist das hier? Eisstone. Ein bisschen hier runter. Nein, das geht nicht. Aha. Cold in Ice. Okay, gut. Können wir hier irgendwo platzieren? Ja, natürlich. Schade. Also zu unten gibt es scheinbar Ice Stone. Ist eigentlich wie Glas, oder? Oder wie Eis, ja, von der vom Ton her meine ich. Wie Eis. Also jetzt haben wir keine mehr. Wir könnten nochmal den Skyroot Table machen. Also normaler. Ja. Nein. Was war das jetzt wieder? Also. Genau, wir brauchen. Zuerst mal beide Sticks. So, Woolly Stone tönt sehr gut. Hübsch, hübsch, hübsch. Edel, edel, edel. Und ja, jetzt den Stein wieder. Zum Beispiel hier rüber mal. Aber einfach schauen, dass diese Lava, diese Wale nicht hier sind. Dort drüben ist irgendeiner, das ist ein Rohr. Da hat irgendwie so ein Erz durchgeschieden. Da oben sind die Moa. Und ja, jetzt gehen wir mal hier rüber. Wo sind denn die Erze? Okay, hier scheinbar nicht. Da, okay. Gravität. Brauchen wir aber noch ein besseres. Ah, genau, das geht nach oben. Stimmt. Das war das Spezielle. Ich wusste, ein Erz ist irgendwie speziell. Es hat einfach eine verkehrte Gravitation. Eine Abstoßung, oder wie? Schauen wir mal hier bei der Erde. Okay, nach unten geht's nicht.
Einfach das andere ja, Metall, Erz, das brauche ich noch. Ich denke, wir machen ein bisschen später weiter, wenn wir wirklich Munition haben. Wir kümmern eigentlich uns jetzt um eine Monsterfalle. Ich möchte gerne eine Spitzhacke kurz verzaubern und so. Also kürzen wir mal ein bisschen ab. Nehmen wir wieder den Teleport an. So. Damit wir nicht so lange brauchen für irgendwas. Ist ja spannend halt. War jetzt aber echt spannend, irgendwas herauszufinden und zu sehen. Können wir die hier anpflanzen? Geht das? Ja, man kann sie anpflanzen. Machen wir doch das mal. Die anderen Setzlinge habe ich nicht mehr. Jetzt machen wir einfach eine neue Spitzhacke, aber schauen einfach, was verzaubert werden kann. Weil hier ist nur ein Ding. Nerv nicht. Hier habe ich übrigens geschaut, woher die Bienen mit Schnelligkeit kommen. Es kann sein, dass unter dem Leitstein. Ja, es ist der Spawner. Okay. Spawner, Spinne. Können wir eine Farming-Station machen für Spinnen? Also, dass wir nach oben schlagen können, wenn Spinnen nach oben gehen. Dann könnte ich eigentlich. Ne, ich mache es wegen der Kiste eigentlich nicht. Ach komm. Sie nicht so da. Sonst irgendwas sonst farmen. Okay, sehr gut. Die sammle ich alle mal ein. Die Sachen, die ich nicht nehmen kann. Und wir haben einen Energieschub. Okay. Nö. Nicht verwenden. Genau. Also, wir brauchen. Zacke. Ich wollte auch Angeln besser verzaubern, das ging aber nicht. Es ist so ein bisschen schwer zum Haltbarkeit und Effizienz zu also bekommen. Es ist ein bisschen schwer geworden. Hier ist Effizienz drauf. Komm. Nein, ich will Haltbarkeit. Die nächste Spitzhacke nur mit Effizienz. Ja, gut. Schade, schade, schade. Also Haltbarkeit auf jeden Fall brauche ich drauf. Wir tun es zum Beispiel hier. Das ist kalt. Ich tue jetzt eine neue Kiste anfangen. Zum Beispiel hier unten dran. Wir gehen alles mit F-Sachen. Genau. So. Was ist die andere Spitzhacke eigentlich? Knochen mit flexibel 2. Ja, das hätte man gerne. Flexible Knochen. Ja, vielleicht auch nicht unbedingt so gerne. Ich dann stören. Die sind sich irgendwo hier vorne. Ja, dann aber andere Spawner. Kann man denn jetzt wieder zusammen machen? Betriebener Spawner. Mit Strom betriebener Spawner scheinbar. Okay. Glowstone kann ich hier. Was macht Weißkohle eigentlich hier? Bambus, Pfirsich und so. Also irgendwo hier rüber. Und da haben wir noch einen Ambrosienschab. Ja, da. Bergschütt auch. Also wir gehen jetzt zuerst mal dorthin, wo ich. Das Mondsteinportal, da habe ich ein paar Loot bekommen. Auch ein Händler, genau, so ein bisschen Loot drin. Wo auch in der Kiste drin schon waren. Wo ich reingetan habe. Kohle mitnehmen. Jo. So ist einfach so eine Hütte. Und da oben war das Mondsteinportal. Ich zeige es nochmal. Nicht hier. Auf der anderen Seite auch. Nee. Also was man genau machen muss hier, ich kann nicht klicken oder so, weiß ich nicht, wie das Portal geht. Das müssen wir noch herausfinden. Das ist ein neuer Mod. Und irgendwo ist ein Händler. Im Portal war auch nur Schrott drin. Nein, keine Truhe sogar. Blaues Tagebuch.
Okay, das Pförtnis. Gut, da haben wir Ohrhornbäume. Hier haben wir ein bisschen Smaragd. Ich kann. Was war's? Was wir brauchen? Machen wir jetzt erstmal den Table. Eine Spitzhacke. Gut, endlich mal genug Eisen zu haben. So schwer in diesem Moped gewesen. Und wo bist du jetzt wieder hin? Also erstmal den. Ich habe ihn gesehen, der Kopf. Ich möchte einfach das Tagebuch. Ah ja, ein Buch brauchen wir. Muss ich jetzt das noch holen oder gibt es hier Bücher hier drin irgendwo? Bitte, bitte Buch. Irgendwo ein Buch. Sowieso nicht. Ich das Spiel wieder genießen. Ja, nirgendwo ein Buch. Doch, ein Buch ist hier drin. Ah, oh, Glück. Ich will einfach dieses Pförtnerbuch haben. Und mal reinschauen. Ich hab Hauen. So, wunderbar. Was für ein Geschäft. Tagebuch. Prüfung, überprüfe dein Inventar-Tab. Das da oben? Advancements, das ist auch Errungenschaft. Ja, und was haben wir jetzt hier verändert bekommen? Attributes, Hide Unchanced. Attributes. Geil. Ah, da unten. Blue Skies, Anführer. Da wurde geschrieben von Neulingen. Okay. Everbright. Seelfeuerzeug, okay. Okay, geisterähnliche Gegner, da sollten wir noch ein bisschen warten. Wenn wir dann Magie haben oder so. Er war down, immer dunkel. Jetzt Englisch, nicht mehr Deutsch. Reptilisch, okay. Okay, Insekten sind viel größer und alles andere ist nur halb so groß. Cool. Nice, geiler Mod. So, Dimension-Mods sind natürlich immer groß. Größer. Also wir hätten hier so einen Krater vielleicht noch. Also beim Skelett-Spawner waren wir, glaube ich, im letzten Part noch. Oder nein, das war einfach in einer Höhle, glaube ich. Ja, das war in so einer Höhle, wo ich noch drin war, dann nach dem Part. Jo, den Eimer nehme ich mal mit. Genau, nichts mehr anders. Und beim Spawner-Raum ist es, glaube ich. Müssen wir jetzt einfach, ja, genau. Müssen jetzt einfach nach unten kommen. Da muss man, glaube ich, hier runter. Ja. Und hier mal alles einsammeln, ausleuchten. Sehr gut. Dass ja nichts passiert. Jo. Okay, es war easier, als ich dort erst angekommen bin, waren schon viel zu viele Gegner. Okay, ist scheinbar nicht mehr so viel. Aber immer diese Spinnenbiome hier. Riesig groß. Eisen könnte ich gebrauchen, ja. Ja, langsamer ist der Part lange. Ich mache, denke ich, schon eher längere Parts bei Minecraft, weil wir so viel entdecken müssen. Gut, also der Loot von diesem Ding sammle ich jetzt mal noch. Und dann werde ich einfach mal ein bisschen vorbereiten auf eine von diesen Monsterfallen. Vielleicht auch im nächsten Part erst. Aber. Schauen wir einfach mal, wie wir das am besten machen können. Undead Cheat. Müsste irgendwas zum Beschwören sein von Mimix. Musikdisk. Jo. Ja.
Also mal alles rein, was ich jetzt gerade nicht brauche. Und danach sammle ich. Ja, ich farme einfach ein bisschen XP. Tue eine Angel verzaubern mit hoffentlich Glück des Meeres. Und danach können wir ja eben auch wieder mehr verzaubern. Das ist das Beste. So, also nicht mehr ausleuchten. Was ist das eigentlich? Root. Kann man die mit der Schere? Nein, mit der Spitzhacke. Hä, die geben aber nur Sticks. Ja, egal. Also ein bisschen kann ich so machen. Ist hier nicht irgendwo eine Spawner-Spinnen-Zombie? Was ist das? Spawners? Slapcrap, das. Der Spawner, der muss weg. Das sind so nervige Tiere. Jo. Also, dann kann ich mal ein bisschen farmen. Mache ich einfach Holz hin. Ja, so kann ich natürlich. Habt ihr kein Knockback? So kann ich natürlich nichts machen, wenn man einfach nichts im Inventar hat. Zu viele Sachen auch. Immer Drop bekommt, dass man nichts im Inventar halten kann. Kann ich natürlich nichts machen. Dann mache ich noch immer so eins tiefer. Gut, jetzt. Ja, bei Spinnen muss man einfach schauen. So, also genug Attributspunkte, 24 haben wir. Also bis zum nächsten Part, gell, ich mache hier noch ein bisschen. Wird natürlich sehr lange dauern, aber ja, ein bisschen Zeit kann ich investieren. Bis zum nächsten Part oder so. Tschüss.